eine Stunde, auf der Stunde werden wir Sie die Maschine vorschlagen, indem wir zwei Säbel für Sie benichten, entwickeln. Kim, kannst du bitte die Maschine einschalten? Oh, jetzt ist es an. Ja, und damit ist eigentlich schon betriebsbereit für die Anlage. So, jetzt geht's. Da können wir das erste Sieb nehmen. Hey Tom, willkommen. Hi. Was ist das für ein Gewebe? 120er Gewebe, also ein Standardgewebe für einen Bereich. Was ist die Belichtungszeit? 22 Sekunden? Alles klar, 22 Sekunden. Ich kann das Sieb eingeben. Der Computer hat 6 Speicherplätze. Sie kontrolliert jetzt welchen Speicherplatz 22 Sekunden haben. Das ist der Platz Nummer 2. Mit dem Platz Nummer 2, jetzt ist das Programm, das haben eingeführt, dass in 22 Sekunden belichtet werden. So. Es ist ganz einfach für den Drucker, die Zeiten zu ändern, indem er einfach in Settings geht. Da sehen Sie die 6 Positionen, die die Anlage hat. Einfach die Zahl eingeben, die man will. Auf Enter drucken und jetzt ist diese Zahl auf diesem Speicherplatz gespeichert. Und dann können Sie den wählen. So, das erste Sieb ist jetzt in dem Modul und jetzt hat der Drucker die Zeit, das neue Sieb zu beschaffen. Das ist ein Zwei-Modul-System, erstmal belichten und dann auswaschen mit Wasser gedacht, um zu funktionieren in Kombination mit einem CTR-System, wie zum Beispiel den Exile Spider oder ein iImage-Kleines von M&R. Hat hier jemand zufälligerweise so ein CTR-System im Betrieb? Leute, vielleicht ihr? Nein? Wer weiß, wie lange das ungefähr dauert, um ein Sieb zu bebildern? Eine Minute ungefähr? Eine Minute, okay. Also, du hast gerade gehört, die Belichtungszeit ist 22 Sekunden für dieses Sieb. Und damit ist das absolut kein Engpass in der Produktion. Es ist schneller als die Bebilderung. Und jetzt hat der Drucker die Zeit, das zweite Sieb zu holen. So, das erste Sieb ist mittlerweile belichtet, kommt jetzt raus. Der Drucker ist zurückgekommen mit seinem zweiten Sieb und wir sind bereit, das jetzt einzuführen. Der geht jetzt automatisch in die Entwicklung. Was ist das für ein Sieb? Ein 77er, also auch ein Standard-Sieb-Gewebe für eine Textildruckerei. Kannst du mir sagen, was die Belichtungszeit ist? 25 Sekunden, okay, 25 Sekunden in diesem Falle. Wir führen das Sieb ein. In diesem Falle muss der Timer gewechselt werden. Ich check nochmal kurz, welche Position hat 25, das ist Position 1. Also sie wechselt auf Position 1, sodass sie mit jetzt 25 Sekunden Belichtungszeit angehalten. Und in diesem Moment kann ich wieder entweder etwas anderes machen, bevor sie das nächste Sieb haben. So, während das erste Sieb jetzt in der Entwicklung ist, ist das zweite Sieb in der Belichtung. Sie sehen, dass die Förderbänder haben getrennte Motoren. Eben weil das Belichtungssystem viel schneller ist als die Entwicklungsanlage. Das in Kombination mit der Länge des Zwischenbandes, das können wir variieren, können wir das System optimal abstimmen auf die Siebgröße des Druckers, damit das richtig gut durchkommt. Was passiert jetzt in der Belichtungskammer? Da wird zunächst das Sieb automatisch angedruckt in einer Rückwand in der korrekten Position. Die Rückwand ist schwarz. Absolut kein Licht dahinter. Auf der Vorderseite ist ein UV-Feld. Das springt an, damit wir das Sieb ganz homogen und intensiv belichten. Nachdem die eingegebene Zeit abgelaufen ist, wird das Sieb freigegeben. Das Förderband fängt wieder an zu bewegen und das Sieb wird automatisch ausgeführt und eingeführt in der Entwicklungsanlage. In der Entwicklungsanlage hat ein Becken, in dem Wasser drin ist, das wird etikettiert, das wird wieder aufgetragen, um vorzuweichen. Und danach ist mit einem Maximum von 6 Düsen, in diesem Fall sind aber nur 2 Düsen montiert, mit einem Maximum von 6 Düsen wird das Bild sehr fein entwickelt. In diesem Moment setzen wir 40 Bar Druck ein, um die Siebe zu entwickeln. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, weil wie ein Messer schneidet dieser Wasserstrahl jetzt durch den Weichenschicht und schneidet die Kante sehr schön ab. So, weil das zweite Sieb jetzt durchläuft, ist das erste schon fertig, ist auch schon freigegeben.
Und deshalb haben wir uns eingeladen, um zu überprüfen, was die Qualität ist von dieser Entwicklung. Sehr gut ist. So, Sie können sich bestimmt vorstellen, wie viel Zeit Sie sparen werden, wenn Sie so ein Teil in der Produktion haben. So, an die 50 Sekunden Zeit werden Sie pro 7 sparen. Das bringt natürlich sehr, sehr viel. Außerdem, was natürlich wichtig ist für beizubehalten, ist, Maschine. Das heißt, jedes Sieb wird genauso entwickelt wie das vorher. Solange die Maschine richtig läuft, wird es genauso entwickelt. Das heißt, kein Stillstand mehr in der Druckerei, wo der Drucker steht und wartet auf das Sieb, was nicht richtig entwickelt wurde. Und jetzt muss er 20 Minuten warten, bis das Sieb wieder entwickelt wird. Das ist vorbei. Also dieser Stillstand ist natürlich ein enormer Spaß. Thank you.